Ich hatte diese Woche mal ein paar Gespräche mit der Mahnwache in Bad Salzdetfurt und die haben mich auf ein Thema aufmerksam gemacht, Fracking. Jetzt mag sich der eine oder andere vielleicht fragen, ja, wieso Fracking, was hat das hier auf der Friedensmahnwache zu suchen? Da müssen wir vielleicht mal zwei, drei Wochen zurückgehen. Da gab es eine Rede von der ehemaligen US-Außenministerin Condoleezza Rice und sie forderte Deutschland auf, aufgrund des Konfliktes mit der Ukraine, schnellstens mit dem Fracking zu beginnen. Und zwar um den Gasimport aus Russland zu stoppen und Russland dadurch wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Selbstverständlich muss Deutschland nach Ansicht von Frau Reiß ohnehin wesentlich aggressiver gegenüber Russland vorgehen, so viel mal zum Frieden, zu Deeskalation. Aber auch letzte Woche hat sich dann unser Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel auch noch dazu geäußert, dass also noch andere gesetzliche Regelungen her müssten, was das Fracking anbelangt. Vielleicht ist auch noch mal erwähnt, dass Frau Reiß einen Platz im Direktorium des Ölkonzerns Chevron hat und sogar ein Öltanker nach ihr benannt ist. Nun gut, das ist jetzt vielleicht mal nicht ganz so wichtig, aber sie ist auch Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat der USA und zur damaligen Zeit war sie russisch sprechende Expertin für die Beziehung mit der UdSSR. Und sie hat damals den neuen Präsidenten der Ukraine aufgefordert, in der Ukraine zu bleiben und auf gar keinen Fall einen souveränen Staat zu bilden. Ist doch schon interessant, ne? Aber da war ja auch noch die Jelzin-Ära und Russlands Energiesektor auf dem besten Weg unter amerikanischer Kontrolle. Aber zurück zum Thema Fracking in Deutschland. Selbstverständlich sind alle bisherigen Lizenzgebiete für unkonventionelle Gasförderung, das ist dieses Fracking, in Deutschland an US-Konzerne vergeben. Auch ist der rechtliche Rahmen in Deutschland bereits über das Bundesberggesetz hier geregelt. In Niedersachsen haben wir das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, die dafür zuständig ist. Wir haben auch ein Wasserhaushaltsgesetz, WHG, und eine Grundwasserverordnung und sogar eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Und die ist vorgeschrieben, wenn also mehr als 500.000 Kubik Gas am Tag pro Bohrloch gefördert wird. Aber normal werden von den Konzernen immer nur so 495.000 Kubik Gas pro Tag angegeben. Aber was möchte uns Herr Gabriel eigentlich sagen? Ein Verbot von Fracking in Wasserschutzgebieten? Aber das haben wir ja schon. Nach dem WHG dürfen in Schutzzonen 1 und 2 sowieso nie gebohrt werden. Und selbst in Zone 3 wäre eine Genehmigung mehr als fraglich. Geht es also nicht eher darum, dass nun auf den restlichen 86% der Landfläche das Fracking allgemein erlaubt werden soll? Wurde es deshalb von dem grünen Abgeordneten als Fracking-Fördergesetz bezeichnet? Jenes Gesetz, an welchem Herr Rösler, Herr Altmaier und im letzten Jahr gescheitert sind. Es sind doch im Wesentlichen die Änderungsvorschläge zum WHG und UVP, welche bereits von FDP, CDU vorgebracht wurden und am Widerstand der Bevölkerung sowie im Widerstand an den eigenen Parteien scheiterten. Aber noch vor der Sommerpause soll es nun durch sein. Herr Rösler hatte nicht das Glück der großen WM-Spiele, auf welche sich die Aufmerksamkeit der Bevölkerung richten konnte. Denn schon im alten Rom war es so, dass also jede politische Schweinerei gerne die Zeit besonders großer Gladiatorenwettbewerbe nutzte. Also halten wir fest, Herr Rösler
und Herr Altmaier scheiterten letztes Jahr und nun folgt ein neuer Anlauf von der Großen Koalition. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD hieß es wegen der zahlreichen Widerstände, dass es erst dann ein Fracking-Erlaubnis geben soll, wenn diese ohne Einsatz giftiger und umweltschädlicher Stoffe möglich ist. Aber dies ist schon recht unglaubwürdig, weil eben jene Stoffe bereits heute täglich in der konventionellen Gasförderung eingesetzt werden. In den Bohrlöchern werden unter anderem zur Erhöhung der Förderrate bis zu 30 verschiedene Chemikalien verpresst. Es ist das Fracking bei der konventionellen Gasförderung. Und diese Chemikalien sind dann untertrennt in gefährliche Stoffe, giftige Stoffe, gesundheitsgefährdende Chemikalien und umweltgefährdende Chemikalien. Beispielhaft möchte ich das Bohrloch Goldenstedt Z23 anführen. Es ist eines von vielen von ExxonMobil-Konzernen auf dem Gasfeld bei Vechta, also auch nicht so sehr weit von hier. Dort wurden bisher gefährliche Chemikalien, 58.000 Kilo verpresst, gefährliche Chemikalien, 7.800, gesundheitsgefährdende Chemikalien, über 44.000 Kilo und umweltgefährdende Chemikalien auch 1.400 Kilo. Diese Informationen stammen vom Bundesamt für Geowissenschaft und Rohstoffe aus dem Zwischenbericht des NIKO-Forschungsprojektes, welches die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat und auch finanziert. Und wie war das? Es wird erst eine Fracking-Erlaubnis geben, wenn diese ohne Einsatz giftiger und umweltschädlicher Stoffe möglich ist. Die erste echte Fracking-Bohrung einer nicht konventionellen Lagerstätte in Deutschland ist Damme 3 und wurde nach massiven Protesten vor dem Bohrgelände von ExxonMobil selbst gestoppt. Die Arbeiten ruhen seitdem. Sicher, es war nur eine Testbohrung. Zur großflächigen Förderung benötigt man hunderte, wenn nicht tausende Bohrungen. Nun müssen wir kurz konventionelle und nicht konventionelle Lagerstätten unterscheiden. Die ist eigentlich ganz einfach. Das Gas in einer konventionellen Förderung ist also Gas in einem Hohlraum. Und bei einer nicht konventionellen Förderung muss das Gas aus den Gesteinsschichten heraus gepresst werden. Und um die letztere Möglichkeit zu nutzen, ist ein Vielfaches an Bohrungen und Fracking-Maßnahmen erforderlich. Die Gefahr für die Umwelt steigt um ein Mehrfaches durch die Aufpressung vorhandener und erzeugter künstlicher Risse im Gestein. Die Gefährdung des Grundwassers geht von den Chemikalien, welche eingesetzt werden, aber ebenso auch von den teilweise mit giftigen und radioaktiven Substanzen versetzten Lagerwasser aus. Das Letztere gelangt mit dem Gas an die Oberfläche und muss zurückgepresst werden. Auch aufsteigendes Methangas kann, wie recht gut in Beispielen von der USA, und da gibt es auch Dokumentationen, da gibt es Filme auf YouTube, kann man sich das anschauen, dass also ganze Landstriche unbewohnbar werden durch dieses Fracking, auch im Nachhinein, Jahre später. Aber die Frankfurter Rundschau schrieb am 18. Juni, also jetzt ganz frisch, Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel treibt das Gesetz zur Gasgewinnung gegen den Widerstand von Parteifreunden voran. Und wie das im Moment so schön gemacht wird mit den Denunzierungen, wenn man mal eine andere Meinung hat, als wie die meisten in diesem System oder wie uns das verkauft wird in diesem System, hat unser NATO-Generalsekretär Rasmussen bei dem Streitthema Fracking, hat er sich geäußert, das wäre eine gezielte russische Propaganda. Also die Putin-Keule, die wird auch hier wieder geschwungen. Das ist genauso wie die Nazi-Keule, die Antisemiten-Keule. Das wird heute ganz, ganz schnell rausgeholt. Aber wozu dies alles?
Natürlich können wir auch weiterhin ohne Probleme Gas in Russland kaufen. Es ist sogar billiger als dieses Fracking. Nur was sagen die US-Energieriesen oder die internationalen Finanzoligarchen davon? Hatte ich schon erwähnt, dass Frau Reiß auch Mitarbeiterin bei JP Morgan war? Aber so schließt sich eben halt der Kreis. Öl, Gas, Geld, der Kreis zwischen Krieg und Frieden. Das ist alles nur ein Geschäft. Und von der Mahnwache in Bad Salz-Detfurth, die haben mir einen Link geschickt, den hatte ich auch in unserer Facebook-Gruppe gepostet. Das ist jetzt mal etwas, was nicht ganz weit von uns weg ist, sondern wo wir unmittelbar von betroffen sind. Es sind also schon Bewilligungen da, hier um Braunschweig herum, sprich also zwischen Vordorf, da wo ich wohne, und Feltenhof, da gibt es schon eine Bewilligung. Hildesheim, eine Riesenfläche, Zelle, wer sich da wirklich mal für interessiert, ich habe dort diese Pläne und die sind von diesem Geologischen Institut, ich habe sie ausgedruckt, man kann sich die anschauen. Dort liegen auch zwei Listen aus, das ist also einmal eine Unterschriftenliste für den Bund und einmal eine Unterschriftenliste hier für Niedersachsen. Also wer dagegen noch seine Stimme auch in dieser Form erheben möchte, kann sich also gerne auch noch dort in den beiden Listen eintragen. Denn ich möchte nicht, wenn ich meinen Wasserhahn aufmache, dass das Ding dann explodiert oder dass da, was weiß ich, Methangas rauskommt. Dann kann ich gleich meine Heizung an den Wasserkran anschließen. Und Trinkwasser können wir dann auch vergessen. Es wird auch alles komplett verseucht werden. Schaut es euch an in Ländern, wo das schon seit Jahren, seit Jahrzehnten zum Teil gemacht wird, was dort die Folgen sind, was die Spätfolgen sind. Und dann entscheidet selbst, ob ihr dagegen aufstehen wollt, ob ihr da auch was dagegen tun wollt. Dankeschön.